Über das Spiel rede ich mit sau viel Verspätung, da ich. Mein Schlafrhythmus ist komplett zerstört und ja, tut mir leid. Copa America, Chile, Peru. Ich habe Chile als klaren Favoriten gesehen, was man ja auch an der tabellarischen Situation sehen kann. Chile ist als Zweiter weitergekommen und Peru als bester Dritter. Muss man mal so erwähnen. Und das Spiel endet 3-0 für Peru. 21. Flores. Ja, 21. Flores, 38. Yutun und 90. plus 1 Guerrero. Verdient was nicht. Muss man so sagen. Also, sie hatten. Chile hatte mehr Chancen. 19 Chancen hatte Chile. Peru nur 9. 7 Schüsse aufs Tor von Chile. Peru nur 3. 66% Ballbesitz für Chile. Nur 34 bei Peru. Chile hat circa doppelt so viel Pässe. Hat eine höhere Passgenauigkeit. Hat öfters gefoult. 17 Mal gegen 16 von Peru. Zwei gelbe Karten, Peru nur eine. Und ich würde sagen, allen anderen ist es nicht verdient, aber trotzdem gönne ich es Peru. Glückwunsch an Peru, sowas von. Also, ich gönne es euch. Es ist für mich ein Fußballwunder, dass Peru es schafft, aber verdient ist anders. Und ich mag Chile nicht, tut mir leid.